So, also, meine Tochter hat ja gemeint, ich soll mit meinem Kalender anfangen. Da mache ich das auch ganz kurz. Also, ich habe ja den Kalender hier bekommen, den Graphic-Kalender. Schön und gut, war gut gemeint. Aber ich bin nicht damit einverstanden, dass dann nur ein so eine Sache drin gelegt hat, weil diese Kästchen da, die eignen sich ja für zwei. Schön und gut. Die sind Starterzähl. Aber zwei so Dinger hätte können überall drin sein. Und was mich maßlos geärgert hat, dass in so großen Kästchen dann nur ein so eine Kugel drin war. Die sieht man ja kaum. Ne? Ein so eine Kugel war drin. Da hätte man auch viel mehr können drin machen. Und was mich auch, also die Schienen ist okay, diese Erhöhungen sind okay. Diese Vielfalt als Starterzelt ist auch okay, aber wie gesagt, es hätte können viel mehr in solchen Kästen drin sein und nicht nur ein. Und was mich auch noch gestört hat, warum ist Ravensburger dann nicht dazu übergegangen, dass man hier diese Sache auch hätte können abtrennen? Dann hätte man das können mal direkt erweitern, anstatt dass das nur da steht. Und was ich noch cool gefunden hätte, wäre, wenn es dann so ein Bauprojekt gewesen wäre, dass man eine Bahn mit einer Anleitung baut. Man kann sie ja danach noch bauen, wie man will, aber dass es dann eine Anleitungsbahn drin gibt, wo man dann richtig auch das Stück immer einbauen kann, welches man gerade neu bekommen hat. Ja, und dadurch bin ich jetzt hier vorläufig mal auf dem kleinen Quadrat beschränkt, um irgendwas zu bauen. Das mal dazu. Und jetzt mein Manga-Kalender. Die Bücher hier, die finde ich ja ganz okay. Da kann man wirklich sehr viel draus lernen. Das ist nicht diese Sache, ne? Ich habe auch viel freie Fläche, um noch ein bisschen zu üben. Genau wie das hier mit den ganzen Beschreibungen, ne? Wie ich das so mache mit der Friseurin, mit den Augen oder dann hier mit den Mündern oder mit den Füßen, mit den Händen. Das ist alles wirklich sehr gut beschrieben. Da braucht man nichts zu diskutieren. Aber den Inhalt des Adventskalenders finde ich beschissen. Da hat man dann so eine große Kiste. So groß ist die, ne? Und dann ist da meinetwegen nur ein Bleistift drin. Ein Bleistift. Und das war ja bei den anderen auch. Da war ja hier dann auch nur sowas drin. Oder sowas. Und bei den Stiften finde ich es ja auch schade, dass sie da nicht die Copy-Marker geholt haben, die richtig schön wertig aussehen, anstatt so dickdünnen Filzstifte. Und da war in eins von den Kästchen waren dann drei so Erweiterung, also wenn die Bleistift mal zu klein ist, hat man entweder für den Bleistift zu schonen oder wenn der zu klein ist, dann hier hinten drauf zu setzen. Alles schön und gut. Kann man gebrauchen, muss man nicht gebrauchen. Ich finde nur, diese Mogelpackung ist Bullshit gewesen, weil es ist einfach zu wenig Material drin. Und dann diese Nips-Sachen, die man dann noch dazu kriegt. Ich frage mich, warum ich so ein Ringelchen bekommen habe. Also ich Ich weiß nur, weiß nicht, dass was ich da, solche ne, was ich damit Ringsachen anfangen da soll. in Japan beliebt sind, um damit Vokabeln oder so zu lernen. Ja, ich kann da zwar jetzt alles hier dranhängen, ne? Aber da sind dann noch die verschiedenen Größen. Dann hätten sie das wenigstens auch sollen auf einer Größe machen, bitteschön. Gell? Und dann dieses Blöckchen mit dem minderwertigen Ja. Bleistift eventuell, den man bei IKEA überall kriegt. Ich wollte gerade sagen, den man bei IKEA geklaut hat. Ja, und dann hier diese Magnet. Das ist dafür gedacht, dass man die Seite, wo man gerade ist,
Also als Lesezeichen. Ja. Aber das ist schon so ausgeleiert, weil ich das die ersten 8 Tage wirklich gemacht habe, dass das nicht mehr hält. Das ist genauso Ja. Blödsinn. Oder hier die ganz kleinen Stickers. Ich Ja. frage mich, was das mit den Animes oder mit den Mangas da zu Ja. tun hat. Und Lineal, Lineal, Spitzer, das hat doch jeder zu Hause. Und das da ist dann noch nicht mal ein Spitzer mit einem Auffangbehälter. Ja, eben. Das hier, das soll mir noch egal sein, die Schablonen, aber da könnte man Ja. sich alles selbst machen. Die Denkblasen, die Sprechblasen, Computersprache oder was auch immer, da kann man sich doch alles selbst machen. Und ich finde es ja auch traurig, da muss ich noch was zu dem Ja. sagen, und zwar hier den Radierer. Ich finde traurig, dass sie da keinen Knetradierer oder so reingepackt haben, sondern so einen stinknormalen Lidl-Radierer. Da wäre es besser, wenn sie so einen richtigen Knetradierer reingemacht haben, weil die werden nämlich hauptsächlich gerne von Manga-Zeichnern verwendet, weil man die so kneten kann, wie man sie gerade braucht. Und was ich auch noch blöd finde, ich habe ja da bei der Detektiv Conan-Folge mal gesehen, dass es ein Papierradiergummi gibt. Da habe ich Ja. zum allerersten Mal davon gehört, dass es sowas gibt. Da frage ich mich, warum sie denn da mal nicht sowas Ja. dabei gemacht haben. Und dann das hier. Ich weiß nicht, was das soll. Ich auch nicht. Und Es ist alles so wird so, als hätten sie die ganze Reste da vom Ja. ganzen Jahr verpackt. Oder auch hier diese Schraffierfolie. Ein Blatt ist einfach viel zu wenig mit nur einer Art Muster. Sie hätten da mehr Ja, Muster reinpacken müssen. und das war in 15 oder in 22, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, das war in 22, da hätten sie können Ja. das halb voll machen. Ja. Was nützt mich das dann, wenn ich nur eine Folie habe und nachher schmeiße ich es weg, wenn ich mich Ja. vermalt habe? Oder das geht kaputt? Die könnten da echt viel mehr Sachen reinmachen. Ja. So, und dann noch mein Mann sein. Ja, der will ja leider nicht mitmachen. Ja, das sind die Pflegeprodukte von meinem Mann. Wenn ihr genaueres sehen wollt, könnt ihr mich gerne in die Kommentare schreiben. Dann schicke ich euch meinen Insta-Link und schicke euch gerne Fotos. Und also gegen den Männkalender, da kann man nichts Ja. maulen, den ist auch gut. Und was ich dann auch sehr gut fand, das waren immer diese Sprüche, Diese Fun Facts. die sie hinter jedem Türchen hatten. Da hat man schon einiges Ja. dabei gelernt. Da. Der italienische Ort Bellagio, Namensgeber des berühmten Hotels in Las Vegas, hat weniger Einwohner, als das Hotelzimmer hat. Ja. Mein Mann hat dazu gut gefunden, dass man all die Sprüche in einen Computer eingeben hat und sie alle abgeschrieben hat. Also den finde ich, den ist sein Geld wert gewesen. So, aber was ich von dem hier halten soll, weiß ich jetzt natürlich nicht, weil mein Mann nicht viel darüber Ja. redet. Also das Rentnerbuch, was dabei war mit den Bastelsachen und so, das war schon mal ganz Ja. gut. Nur mein Mann hat noch gar nichts, also nicht weiter draus gemacht, außer Hat ein Engelchen draus die gemacht. Lebkuchenlikör hat gemacht und dann da den Engelchen, den Stern, also hier den Ja. Engelchen, dann hatten Diese. wir schon das Rätsel Ja. ja gemacht, aber das Kastanienbraten oder so und die Adventsgeschichten hatte gehört und dann das Adventsgekiss haben wir. Wo Papa fast am Einschlafen war, weil an Heiligabend aus irgendeinem Grund so unglaublich müde war. Da sind wir natürlich gut abgekackt, aber den hier will man mal versuchen mit den Ja. Kastanienbraten. Das ist was für Veganer. Und Papa hat gemeint, dass einige Produkte hiervon relativ gut waren, aber ihm die Leberwurst, die hier drin war, zu salzig war. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier zu Nivea. Wie hast du da die Maske gefunden?
Also meine Maske, die war ganz in Ordnung. Und hier, das sind auch alle Produkte, die ich so gut und brauchbar finde. Auch wenn ich mit dem wasserentfernenden Augen-Make-up jetzt nicht so anfangen kann, weil ich nicht viel bzw. gar nichts an Make-up verwende. Aber sonst sind die Pflegeprodukte relativ gut. Nur ein bisschen nutzlos fand ich hier die Haarklammer, weil die rutscht die ganze Zeit raus, weil die zu schwer ist. Bei dünnen Haaren. Das Haargummi hier ist zu glatt. Und den Spiegel. Mit dem kann ich auch nichts wirklich anfangen. Und da war noch so ein Armbändchen drin. Das war auch für mich mehr so ein, sowas. Was soll ich damit anfangen? Keine Ahnung. Und das habe ich jetzt auch irgendwie verloren, Ja, weil er zu weil dünn da war. zu dünn und zu fein war. Das sieht man mit bloßem Auge nicht. Und hier die Clean-Up-Stripes sind auch mal interessant, sowas zu machen, wo die Poren dann gereinigt werden. Und dann gehen wir jetzt noch zum letzten Adventskalender. Da waren jetzt in Türchen Nummer 14 diese Instagram-Ausschnitte drin von Instagram-Seiten, wo ich aber es deutlich besser gefunden hätte, wenn man mit einem QR-Code die dann einscannen könnte und die echten Instagram-Seiten durchforsten könnte, die dann von den Autoren geleitet und betreut werden, wo man dann noch zusätzlich immer neue Posts bekommt und auch beispielsweise Werbung für neue Spiele und so. Dann war hier was mit dieser Verkehrsbehörde, wo man herausfinden musste, wer nun am ehesten dazu fähig wäre, den Mord zu begehen. Nur das war nicht sonderlich hilfreich, weil uns doch eine Karte gefehlt hat. Also eine Landkarte. Wir wussten nicht, wie weit die Entfernungen der einzelnen Orte sind. Dann gab es hier ein Rezept. Hier, hier, das konnte uns auch nicht sonderlich viel weiterhelfen, weil das auch ziemlich unlogisch war. Hier das Rätsel ging allerdings wieder relativ gut und schnell. Da musste man halt ein bisschen rechnen. Ich will ja jetzt nicht die Rätsel zu sehr vorwegnehmen, weil es kann ja sein, dass jemand den noch machen will. Hier ging es so um eine Landkarte. Aber manche Rätsel haben auch nicht Ja. funktioniert. Hier das Rätsel mit dem Tresor war sehr einfach. Und hier bei dem Rätsel, da haben wir das richtige Ergebnis eingegeben, es wurde aber als falsch Genau. angezeigt. Genauso wie hier. Und hier haben wir auch im Großen und Ganzen das richtige Ergebnis eingegeben, nur da war halt ein kleines Problem, dass wir 5 anstatt 1 Eliteeinheit reingeschrieben haben. Wobei ich mich frage, warum sie auf einmal die Eliteeinheit noch extra benannt haben. Und die anderen Einheiten nicht. Und diese einzelne Kugel, die dabei war, fand ich ziemlich nutzlos. Also alles in allem würde ich diesem Adventskalender hier, diesem Krimi-Adventskalender, eine 3 geben. Weil dem war mir auch teilweise zu politisch mit kultureller Aneignung und mit dem ganzen Gegendere und so. Ja. Das war anstrengend zu lesen und hat die Atmosphäre kaputt gemacht. Und ich finde es schade, dass den Adventskalender nicht hauptsächlich in Deutschland gespielt hat. Weil teilweise waren da auch Seiten auf Englisch dabei und nicht jeder, der in Deutschland lebt, kann gut Englisch. Also da müssten die Autoren noch das ein oder andere verbessern. Ja, und vor allen Dingen, weil manche Rätsel auch nicht funktioniert Ja. haben. Aber ich glaube, das war's dann. Wer noch mehr wissen will, kann die Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche jetzt allen, die dieses Video sehen, ein frohes neues Jahr schon mal. Und rutschen Sie gut rein und bleiben Sie gesund und munter. Bis ins zum nächsten Jahr. Doch Tschüss. geht's wahrscheinlich weiter mit Detektiv Conan. Tschüss. Tschüss.